Servus Leute, ja, willkommen zu meinen Neuzugängen Lesemonat Mischmasch. Ja, keine Ahnung. Ich muss das mal ein bisschen mischen. Ja, weil so viel hat sich jetzt gar nicht so getan im Mai. Und auch jetzt hier im Juni noch nicht so wirklich. Ich habe die Sascha Urban Serie von Dima Zales weiter gelesen. Die habe ich mir als E-Book runtergeladen. Der vierte Teil, Kopfkino heißt der. Bei dem es auch wieder ziemlich zu Gange geht. Die Sascha immer mehr aus ihrer Vergangenheit erfährt. Zu viel Spoilergefahr. Lest euch diese Serie gern. Lest diese Serie ganz gern. Ich finde sie fantastisch. Tima Zales ist ein wahnsinnig cooler Autor, der es grandios schafft, Science Fiction mit Fantasy zu mischen. Also Science Fiction, Urban Fantasy, so. Und das Ganze richtig schnell und spannend für euch schreibt. Das habe ich gelesen. Und das war eigentlich auch das Einzige, was ich wirklich gelesen habe. Ich habe aber Hörbücher mir weiter reingezogen. Der zweite und eben der dritte Teil von Tintenherz. Der dritte Teil heißt, glaube ich, Tintentod. Ich muss das unbedingt mal wieder lesen, beziehungsweise eben das erste Mal jetzt mir als Hörbuch reinziehen. Ich fand das Hörbuch wirklich, wirklich cool, auch wenn man manchmal am Anfang beim ersten und vielleicht noch ein bisschen beim zweiten Teil der Sprecher ein bisschen gestört hat, weil er ein bisschen so überhochdeutsch gesprochen hat. Irgendwie, das war so manchmal ein bisschen gestelzt. Das hat sich aber, wie ich finde, im dritten Teil total gegeben. Da war es irgendwie, ja, oder ich habe mich dran gewöhnt, wie er spricht. Die Geschichte, Hammer, wie immer. Ja, mir hat es damals wie heute unheimlich gut gefallen. Und das, weil ich es jetzt wirklich schon einige Jahre eben nicht mehr gelesen habe, dass ich gelesen habe, das ist schon einige Jahre her, war das echt mal an der Zeit, mal wieder in die Tintenwelt einzutauchen. Und mir hat es echt, echt gut gefallen, muss ich schon sagen. Dann habe ich einen weiteren Neuzugang, da freue ich mich auch schon ganz gewaltig drauf, den zu lesen. Ich hoffe, ich komme vielleicht sogar noch dieses Wochenende dazu. Und zwar The Lost Prophecy. Das ist dann jetzt, glaube ich, der fünfte Teil. Zum Leben erwacht heißt der, von Karina Zacharias. Eine wahnsinnig coole Reihe über mehrere Völker, die jeweils einem Element verbunden sind. Ne? Ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht. Schaut euch das mal an, falls euch das näher interessiert. Die Welt ist unheimlich cool und ich mag diese Welt. Das ist High Fantasy, ja, aber
ganz, ganz cool macht und ganz lebendig von Carina Zacharias dargestellt und ja, zum Leben erweckt. Und ich bin jetzt schon so gespannt drauf, wie es weitergeht. Ja, auch mit dem fünften Element, das hier immer mehr in den Vordergrund rückt bei der Geschichte. Ganz geheimnisvoll. Ja, auf jeden Fall ein Hammer Buch oder Hammer Bücher. Auch eine ganz, ganz klare Empfehlung an euch da draußen. Müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Das ist auch nicht nur, dass die Story richtig geil ist, sondern ist auch wirklich, wirklich super schön geschrieben und hat ganz tolle Charaktere zu bieten, in die man sich richtig verlieben kann. Ja, und die absolut feiert, wie ich auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich schon, was ich gelesen habe. Beziehungsweise The Lost Prophecy habe ich leider noch nicht gelesen. Aber wie gesagt, ich habe nur den vierten Teil von der Sasha Urban Serie gelesen und mir eben den zweiten, dritten Teil von Tintenherz reingezogen als Hörbuch. Und ich muss es machen, ohne Witz, ich muss es machen. Ich war schon, ich würde fast sagen, jahrelang wollte ich unbedingt die Twilight Saga rereaden. Aber irgendwas hat mich da bisher aufgehalten. Und so habe ich halt die Twilight Saga erst einmal tatsächlich gelesen. Und ja, jetzt habe ich es mir als Hörbuch geholt. Stehe ganz kurz vor dem berühmten Baseball-Spiel mit den Cullens. Bellas Vater hat gerade erfahren, wer der neue Freund von seiner Tochter ist. Genau da bin ich jetzt. Und ich finde es ehrlich gesagt fantastisch. Ich weiß schon, warum diese Bücher so ein Hype damals hatten. Wenn so im Nachhinein das Ganze, man muss schon manchmal ein bisschen tief durchatmen, weil es schon so ein bisschen überromantisiert ist. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, sind die Bücher wirklich fantastisch. Und ich freue mich drauf, die anderen Teile mir als Hörbuch reinzuziehen. Vor allem mir persönlich hat der dritte und vor allem der vierte Teil am besten gefallen von allen. Von dem her, der zweite Teil, da muss man durch. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Auch der, gut, die Verfilmungen sind eh nicht so der Knaller. Aber ja, auf jeden Fall die Hörbücher, also das Hörbuch, das, was ich jetzt bisher gehört habe von dem ersten Teil von Twilight. Richtig geil. Und ich freue mich drauf. Ich habe leider die letzte Zeit jetzt ein bisschen wenig Zeit gehabt, abends zu lesen nach der Arbeit. Beziehungsweise war ab und zu mal einfach schlicht und ergreifend zu
zu kaputt und habe dann einfach legst dich gemütlich hin, haust dir die Kopfhörer auf die Ohren und ziehst dir eben ein richtig schönes, gutes Hörbuch rein, und das habe ich eben gemacht. Das war es eigentlich schon. Ich hoffe, dass vor allem meine Neuzugänge, die eigentlich demnächst hoffentlich doch mal eintreffen, denn da könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe beim Stellensand Verlag habe ich mal wieder ein paar Bücher. Ich habe ja noch so zu wenige Bücher vom Stellensand Verlag. Ich habe weiter bestellt. Und vor allem der nächste Teil von Benji Levy, der ist eigentlich schon draußen, und ich bin echt ich muss ein bisschen Geduld haben, weil der wahrscheinlich eben mit der Sammelbestellung mitkommt, und normalerweise wäre ja schon veröffentlicht, und so muss ich noch ein bisschen drauf warten, bis eben die anderen Bücher endlich veröffentlicht werden und dann eben diese Sammelbestellung auf einmal zu mir kommt. So bin ich leider noch nicht in den Genuss gekommen, mir den vierten Teil von Benji Levy zu Gemüte führen zu können. Und das macht mich traurig. Wahrscheinlich hole ich mir, wenn ich noch ein bisschen drauf warten muss, hole ich mir doch noch als E-Book lese den, bevor ich das Taschenbuch kriege, weil ich mich da schon so wahnsinnig drauf freue. Wie auch immer, auf jeden Fall nächsten Monat oder im Juni, dann kommen ja die Bücher hoffentlich noch an. Also die Neuzugänge für den Juni, da gibt es dann wieder ein bisschen mehr wahrscheinlich. Vor allem kommt da, glaube ich, noch ein anderes richtig geiles Buch aus der Welt der Schattenjäger, auf das ich mich sehr, sehr freue. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.